Hallöchen zusammen, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von Siedler 2, die nächste Generation. Wir haben in der letzten Folge gleich mehrfach Glück gehabt, nämlich dass wir hier den Hafen den Gegnern wieder abluchsen konnten und dass wir hier unsere Festung jetzt so langsam aufbauen. Und die noch steht überhaupt, denn die haben hier eine Baracke gebaut und damit unsere Leute fast um den Verstand gebracht. Und vor allem mich. Das war ziemlich knapp, aber zum Glück steht die Festung noch und von daher werden wir jetzt einiges von dem Gebiet uns zurückerobern und können vor allem jetzt sehr, sehr entspannt dann ein paar Angriffe machen im Prinzip. Sobald wir genügend Soldaten da drin haben und... Mann, ey, ist diesmal fertig? Ja, jetzt ist er fertig. So, jetzt passt mal auf hier. Jetzt kommen hier doch die ganzen Soldaten alle rausgestiefelt. Sehr gut. Da kommen sie alle. Und Goldmünzen sind da auch 4 drin. Cool. Sind sogar Goldmünzen drin. Die müssten von der Insel hier kommen, weil hier ja eine... Ja. Gut, vielleicht sollten wir hier auch mal eine Fischerhütte bauen, einfach für später und so. Ja, das ist natürlich doof, wenn ich hier keine Rohstoffe, also keine Ressourcen produziere, um die... ja, das ist natürlich doof. Keine Rohstoffe gefunden, Eisenbergwerk. Ernsthaft? Warte mal. Das hier? Da ist aber auch, der hat aber auch keine Waren drin. So, Militärgebäude besetzt. Festung. Bam. Ah, okay. Hört sich doch gut an. Dann warten wir einfach mal, bis wir ein paar Generäle hier drin haben. Kann ich hier auch was bauen? Ich könnte hier zum Beispiel auf die tolle Idee kommen. Das machen wir auch einfach mal. Und ich baue hier ein Katapult. So, das machen wir mal. Oder? Ist doch toll. So, und hier hinten noch eine weitere Festung. Wir können es ja. Wenn wir es schon so weit vorantreiben, dann können wir ja auch noch eine weitere Festung bauen. Damit sie auch richtig lohnt, damit wir hier richtig viele Leute haben. So, Gebäude errichtet Eisenbergwerk, okay. Also, wenn ich das richtig sehe, haben wir hier tatsächlich jetzt schon eine Abnahme in Produktivität. Kann aber natürlich auch sein, dass der das nur sagt, dass weil gerade nichts drin ist zum Arbeiten. Ja, guck mal, der Fischer, der findet aber auch nichts mehr, ne? Ach doch, der hat wieder eingefangen. Okay, gut. Ich warte trotzdem noch mal kurz, bevor ich die abreiße. Denn es könnte ja sein, dass da vielleicht doch noch mal was drin kommt. Wenn allerdings der hier Fische drin hat oder Brote und trotzdem nicht mehr arbeitet, dann ist das ein sicheres Indiz dafür, dass er wirklich keine Rohstoffe mehr findet. So. Der hier zum Beispiel... Den können wir tatsächlich jetzt abreißen, weil... Oh, das wird jetzt lustig. Weil jetzt wird nämlich ein Kohlebergwerk nach dem anderen hier den Geist aufgeben. Ja. Und das heißt, unser erstes Kohlevorkommen ist jetzt tatsächlich schon erschöpft. Tudum, so schnell geht das. So schnell kann's gehen. Ja, sieht er wohl. So, was machen unsere Soldaten in der Festung? Okay, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Haben wir schon mal ein paar Generäle. Wie viele Goldmünzen haben wir denn noch? Das würde mich mal interessieren. Noch 25. Okay, also die Goldproduktion ist tatsächlich jetzt mittlerweile sehr gut angelaufen. Da kriegen wir jetzt gut was rein. Was sagen denn unsere Werkzeuge? 5 Sensen haben wir im Moment. Okay, das heißt, wir könnten vielleicht ja mal... Stattdessen, ich glaube, wir brauchen noch Hammer, ne? Wir brauchen noch ein paar Hämmer, um... Oh ne, wir haben einen Hammer. Wir haben einen Hammer über, okay. Ich glaube, dann gehe ich doch noch mal erstmal noch mal auf die Nudelhölzer. Okay, gehen wir erstmal auf die Nudelhölzer. Nur für eine kurze Zeit. Keine Angst, nicht für lange. Okay. So. Die bauen jetzt hier aus. Oder haben sie sogar schon zu einer Wachstube ausgebaut. Sehr gut. Was bauen die hier? Ein Steinbruch und eine Mühle und einen Brunnen. Das interessiert mich eigentlich alles nicht.
Es wäre ganz geil, wenn sie hier da einen Turm draus machen würden. Das finde ich nice. So, das können wir hier abreißen. Warte mal, dann machen wir doch mal Folgendes. Ich gehe da mal mit 6 Soldaten hin. Und wir machen mal ganz auf ganz langsam. So, hier haben wir die Goldmünzen zuvor aus. Hier auch. Ja, hier haben wir sie auch aus. Das ist in Ordnung. Aber. So, ach so, hier, den Wachturm, der ist eigentlich egal. Den können wir hier auch erstmal... Da können wir erstmal die ganzen Soldaten hier rausschicken. Da kann auch... Ich muss jetzt so langsam ja gucken, dass wir hier unsere Soldaten alle ein wenig mit unseren Soldaten haushalten. So, warte, keine Rohstoffe gefunden im Steinbruch. Jetzt wird gekämpft, das will ich mir eigentlich angucken. So, warte mal, was sagt es? Ah, da ist jetzt was drin. Aber ich möchte trotzdem erstmal hier gucken, was hier abgeht. So, was geht hier ab? Aha, da wird gekämpft, gefightet. Da kommt noch ein weiterer Soldat. Und da kommt auch noch ein Soldat. Okay. Mhm. Geil, haben wir die schon mal eingenommen. Yeah. Oh. Und vor allem das fette Gebirge da auch so ein bisschen unter unsere Kontrolle gebracht. So, hier brauchen wir keine Goldmünzen rein. Knallen. Oh. Nee, dann machen wir das nur bis... Oh Gott, ist das bescheuert. Können wir nicht diese Ruine da wegnehmen? ja, machen wir so. Geht ja nicht anders. Wieso habe ich hier eine Fahne? Oh Gott, ist das doof hier, ey. Das ist ja voll blöd. Na gut. Ist halt ein etwas weiterer Weg. So, wir könnten das theoretisch noch bis zum Wachturm ausbauen. Das mache ich doch gleich mal. Wenn wir schon die Chance haben. Brauche ich meinen Katapult eigentlich gar nicht mehr hier. Hm, ist ja doof. Naja, was soll's. Ist ja auch schön. So, ein Militärgebäude haben wir schon mal erobert. Wir haben da auch noch... Oh nee, der hat ja sogar Treffer eingesteckt hier, der eine General. Das ist ja sehr ärgerlich. So, hier werden jetzt ein paar Leute... Das mit der Festung kann ich eigentlich... Komm, scheiß drauf. Das mit der Festung wird heute eh nichts mehr. So, das wird schon eher was. Hier werde ich jetzt nämlich einen Geologen hinschicken. Und hier auch. Und dann möchte ich ganz gerne einfach versuchen, heute vielleicht diese Mission schon abzuschließen. Ob wir vielleicht uns einfach bis zu diesem Tor hier durchkämpfen können? Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall so aus, als hätten die dieses Gebiet nicht erobert. Doch, da ist was. Da ist auf jeden Fall ein Gebäude. Okay, doch. Wir sollten uns bis dahin vorkämpfen können. Sollte auf jeden Fall machbar sein. So, da sind 2 Goldmünzen drin. Ich weiß nicht, warum die immer noch Goldmünzen reinliefern, obwohl ich denen schon gesagt habe, muss nichts mehr. Aber, na gut. Das kennen wir ja irgendwie. Granitbergwerk. Schön. So, hier wird auch noch fröhlich eingelagert. Waffen und alle drum und dran. Wie viele? 10 Soldaten sind da drin. Na gut. Macht ja nichts. Ich guck mal jetzt, wie viele Waren wir haben. Okay. 39 Goldmünzen. Wow, nice. Okay. Also das kann ich abreißen. Und da wird einfach nichts reingeliefert. Ich weiß nicht, ob der noch was findet oder nicht. Das werden wir dann sehen. Wird uns ja auf jeden Fall gesagt. Okay. Gut. Sehr gut. Wir haben, was ich auch sehen möchte gerne, was habe ich jetzt? Nudelhölzer bin ich am produzieren. Da sind wir noch nicht auf voller Fahrt, sage ich mal. Da geht noch was. Ist schon krass, ne? Was wir hier alles noch so bauen? Dass wir überhaupt so viel Gebiet hier haben? Und, also, ist, ne, es ist ja bei weitem noch nicht alles hier erschlossen. Und die bauen hier immer noch überall. Gut, hier haben wir unsere ganzen Kohlebergwerke, die noch nicht ausgelastet sind. Das ist unser Backup für hier hinten und für alles drum und dran. Da wird natürlich dann relativ viel transportiert werden müssen. Ah, guck mal hier. Da werden die jetzt noch ein bisschen aufgerüstet. Gut. So, und da baue ich jetzt gerade aus. Ich weiß nicht, warum ich das mache. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Okay. So, hier kommen. Machen wir mal Folgendes. Nochmal 6 Leute. Einfach. Randa. Angriff. So. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Da werden jetzt natürlich in die Wachstube dann ein paar mickrige Soldaten nachgeliefert. So, wir schauen mal.
wie das jetzt hier mit denen vonstatten gehen wird. Da kommt jetzt auf jeden Fall einer entgegen, der schon mal kämpfen möchte. Die laufen jetzt einfach ans Wasser, weil es da irgendwie schöner ist. Ja, weiß nicht. Irgendwie am Strand ist ja gemütlicher. Zack! Schon mal gleich einmal einen auf den Dez gekriegt. Oh, den hat er abgeblockt. Oh, der hat einen General gleich mal eingesteckt hier. Aber zack! Och, Mann! Du musst auch ein bisschen... Ja, genau. Zeig, was du gelernt hast bei uns in der Schule. In der Kampfschule. So, kommen jetzt noch ein paar weitere. Die, und hier kommen jetzt auch welche aus der Wachstube raus. Die müssen sich ja auch verteidigen. Ja, so machen wir natürlich schön so ein paar Leutchen hier kaputt. Das ist natürlich sehr schön. Noch geiler wäre es natürlich echt, wenn hier Turm oder Festung oder sowas hätten. Dann würden wir natürlich richtig Krawall machen. Ey. Muss der schon hier seinen zweiten Kampf bestreiten oder wie? Ja, hat sich echt noch einer irgendwie reingearbeitet. So, und die warten jetzt anscheinend alle ganz lieb, bis der fertig ist. Okay, das haben sie tatsächlich... Das war damals beim alten Siedler nicht so. Beim alten Siedler waren tatsächlich, wenn die schon fertig waren, sind die halt da schon reingelaufen. Und die dann haben halt noch gemütlich weitergekämpft, obwohl es um nichts mehr ging. Und so nach dem Motto, ja, ist doch egal. Lass die mal machen. So, das erste, was ich immer erstmal abscrollen muss, ob es hier vielleicht irgendwo ein Katapult gibt. Sieht zum Glück jetzt gerade nicht so aus. Das finde ich schon mal ganz nett. So, dann machen wir hier noch ein paar Fähnchen hin. Hier können wir auch nochmal gucken, was wir hier finden. Unser Gebiet ist ja zum Glück groß genug. Ja, komm, dann machen wir noch ein bisschen schneller hier. Militärgebäude erobert. Sehr gut, das wollen wir sehen. Das lese ich gerne. Yeah. Okay, dann kann ich hier hinten ja theoretisch noch weitere Kohlemine hinbauen. Zack. Hier würde ich auch gerne mal gucken, was es da noch gibt. Jo, hier auch nochmal schön ein bisschen Kohle. Sehr geil. Dann kannst du wieder nach Hause gehen. Vielen Dank für deine Arbeit. Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Hier muss auch nicht planiert werden, oder? Muss hier planiert werden? Weiß ich jetzt nicht. Eigentlich theoretisch manchmal wird da sogar tatsächlich dann noch planiert. So, 7-7, die sind alle gut dabei. Okay, ach, sehr gut. Das sind sogar die Generäle hin zurückmarschiert. Okay, hier können wir die Goldzufuhr nochmal anmachen für ein bisschen. Mal sehen, eine Goldmünze. Okay, zweite Goldmünze. Und kommt dann noch eine? Dritte Goldmünze. Und kommt dann noch eine? Ja, kommt da noch eine? Vierte Goldmünze. Ja, das sollte dann reichen, ne? Oder kommt da noch eine? Ich weiß es nicht, wie viele noch kommen. Ja, ich habe gesehen, wir haben Gebiet verloren. Noch eine? Mann, die sind aber schnell. Fünf? Das reicht dann aber. Noch eine? Was? Die haben jetzt echt gleich vollgeknallt? Ach, nö. Leck mich doch an der Dash, oder wie? Ach, Göttchen. Oh, hier gibt es auch nochmal Kohle. Okay. So, Gebiet verloren. Wollen die mich verkohlen? Warum denn hier? Okay. Na, ja, von mir aus. So, wir greifen hier trotzdem weiter an mit 7 Leuten. Einfach volle Kanone, alles, was sie so hier bietet. Oh, das ist nicht so geil. Da kommt jetzt sogar ein Unteroffizier mit dabei. Der ist noch nicht so stark. Der braucht noch Zeit. Der ist doch nicht so... Ach, der ist doch noch nicht so geil. So, Alter. Der steckt aber nichts ein hier. Na doch, jetzt. Jetzt hat er ihn fertig gemacht. So, ich hoffe, mein Unteroffizier muss nicht unbedingt kämpfen hier. Das wäre zumindest ganz schön, wenn der noch ein bisschen sich entspannen könnte. Okay, sehr gut. Toll, ist natürlich hier reingegangen. Klar, der ist natürlich da reingegangen. Ach Gottchen, hier komme ich gar nicht weiter. Ich muss hier. Ist natürlich doof. Ich kann hier nicht meine Fahne hinbauen. Super. Geil. Okay, die können wir da gerne stehen lassen. Die Wachstube, die stört mich jetzt nicht wirklich. Okay. So, hier 7-7-6-7-6-7. Die lassen wir also erstmal sich erholen. So, da wird dann noch ein bisschen aufgefrischt. Okay. Ich muss ja eigentlich nur ganz entspannt hier weitermachen. Ne? Und hier die nächsten Gebäude einnehmen. Oh, da sind Türmchen. Oh, das wäre natürlich ganz nice. Das wäre natürlich ganz... Gold gefunden ist auch ganz wichtig. Ach, sieh mal einer an. Gut, dass wir hier gerade noch so dazwischen gekommen sind. Das wäre natürlich nicht so geil, wenn die jetzt hier mit uns dann so unter Druck gesetzt hätten. So. Ansonsten sieht es aber sehr
gut aus hier gerade, ne? Wir bauen ja auch im Moment nicht wirklich viel. Wir sehen, da sieht es auch sehr schön aus. Ich habe jetzt wahrscheinlich mehr als genügend Nudelhölzer. Das hört man gerne. Dann können wir noch hier gerne ein paar Spitzhacken produzieren. Ja, läuft. Ist doch cool. Das ist doch sehr nett. So, wie sieht's hier aus? Soldaten haben wir auch noch ein paar. Nicht so viele, aber reicht erstmal. Ja. Geil, ey. Hier auch nochmal schön Goldberg werde ich reinknallen, dass die uns hier auch ja nicht die Ressourcen wegnehmen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir werden das nicht schaffen heute bis dahin, oder? Ich weiß es nicht. Was bauen die denn überall? Können wir das vielleicht noch schaffen? Ich weiß es nicht. Ich könnte natürlich hier vorpreschen, aber ich kann hier halt mit nur sehr wenigen Soldaten angreifen. Das macht es natürlich nicht einfacher jetzt. Wenn ich nur mit so ein paar Manneken hier ankommen kann. Ich greife es trotzdem mal an. Muss ich ja. So, da bleibt der drin, der Schlechte. Das ist gut. So, die kommen hier alle ganz gemütlich. Lalalala. So. Und dann, ach komm hier. Das gucken wir uns auch langsam gerne an. Ja, bam. Da stehen sie und blocken ab. Das ist ein guter General. Er macht hier, guck mal, er hat ihn eiskalt niedergemetzelt. Ja. Ja, auch ein guter General hier. Der blockt schön weg. Aber gut, der trifft nicht. Also der hier war, der ist eiskalt. Der hat ihn komplett weggenatzt, den Gegner. Vielleicht war der auch einfach eine Flasche der andere, aber gut. Oh, der hat jetzt auch erstmal eingesteckt. Mhm. Na, was kommen hier noch? Kommen hier noch welche? Ich würde gerne sehen, ob hier noch mehr kommen. Okay, so, und was ich jetzt auch gerne mal versuchen kann, ob ich hier vielleicht schon jetzt den Turm angreifen kann. Nein, kann nicht angegriffen werden, weil nämlich zu viele Leute zu weit weg sind. Geil. Das ist ungeil, das gefällt mir nicht. Das ist nämlich wieder total unschön. Die sind noch nicht so weit weg. So weit weg sind die doch gar nicht hier mit der Festung. Ja. Aber kann natürlich trotzdem keiner angreifen, weil... Weil... Und so. Und hier können drei angreifen. Super. Das ist natürlich richtig toll. Ja, okay, gut. Dann kommt hier gleich noch einer zum Auffüllen. Ein Soldat. Und hier kommen auch noch welche zum Auffüllen. Und dann können wir uns hier so ein bisschen weiterarbeiten. Das dauert halt so seine Zeit, bis man dann hier vorankommt. Ist halt nicht ganz so leicht. So, die Festung können ja also theoretisch schon alle Leute wieder nach Hause schicken, weil das wird nichts mehr. Und das brauche ich eigentlich auch nicht ausbauen. Weil, man kann den Ausbau auch nicht abbrechen. Auch toll. So, was sagen denn jetzt hier eigentlich unsere militärischen Stärke? Nein, guckt mal hier. Den halten wir schön auf einem Level. Er kriegt immer ein paar neue Leute nach, aber... Unser erstes Goldbergwerk ist aufgebraucht. Das ist schade. So. Ach, guck mal, der fördert aber noch fröhlich. Okay. Das Eisenbergwerk fördert noch. So. Müssen wir natürlich gucken, dass hier wirklich alles soweit gut vorangeht. Was haben wir jetzt hier an Rohstoffen? 7 Spitzhacken. Alter. Gut, dann können wir hier tatsächlich uns mal noch ein paar Angeln produzieren, weil es eigentlich völlig egal ist, weil wozu brauchen wir Angeln, ne? Wozu braucht der Mensch schon Angeln? Braucht doch keiner. Ja, ich denke, wir werden tatsächlich heute nicht mehr hier durchkommen. Das ist schade. Ich wäre gerne... Ach, da ist ein Hafen. Ich wäre jetzt sehr gerne hier einfach mit reingeprügelt. Hätte einfach hier ganz gern alles kaputt gebombt. Aber das ist wohl nicht machbar. Schade. So, dann hier. Die 4 Recken, 4 Generäle werden jetzt alleine versuchen, diesen Turm einzunehmen. Ich bin gespannt, ob sie das schaffen. Sollte eigentlich machbar sein, denn die sollten locker jeder 3 von den Billigen besiegen können. Oder sogar mehr, wenn die sich nicht treffen lassen. Sehr gut. Der hat einen Treffer kassiert. Erst hat aber auch schon 2 Leute platt gemacht. Also von daher sehr stark. Jetzt hat er den 3. erlegt. Jo, sehr gut. So, die warten jetzt noch, bis der hier ankommt. Und dann haben wir gleich ein Türmchen in unserem Besitz. Das ist doch schön. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Gut, lassen wir hier die Münzen erstmal raus. So, theoretisch müsste ich jetzt das hier noch einnehmen, ne? Das mache ich mal nur mit einem.
Einer reicht. Oh, das ist einer von den 6 von 7. Okay. Aber da sind auch nur 2 drin. Das sollte er eigentlich schaffen können. So. Mach ihn kaputt. Na, Mensch. Ja, gut. Erster Treffer, zweiter Treffer und dritter Treffer. Versenkt. Sehr gut. Versenkt. Denn sobald wir das hier halt haben, können wir da oben... Oh. Ja, hier einen eingesteckt. Okay. Dann können wir nämlich alle Leute hier oben abziehen. So. Oder? Jo, jetzt geht's hier nämlich sofort auf weiß runter. Das ist sehr gut. Dann können wir hier nämlich sofort alle Leute räumen aus den Gebäuden. Da ist auch weiß und hier ist jetzt auch weiß. Das heißt einfach alle Leute rausholen. Sehr gut. Sehr schön. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz gewonnen. Oh, super. Das ist natürlich ganz große Klasse, dass da nur solche Schwächlinge drin sitzen. Subi, das lässt sich doch sehen hier. Ja, dann war es das aber auch für heute. Ich denke mal, das können wir für heute so stehen lassen, alles. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Und beim nächsten Mal werden wir dann aber auch wirklich das Tor erreichen. Ich denke, da muss ich nur noch angreifen, zack, 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 bumm, irgendwie durchwalzen. Und dann haben wir das erledigt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht es gut.